Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Roomup TV. Ich bin der Christian und heute möchte ich euch die Vor- und Nachteile bzw. die Eigenschaften von Teppich näher bringen. Bei diesem Thema merken wir oft, dass eine gewisse Unsicherheit bei den Kunden herrscht, den Teppichboden oft negativ beurteilen bzw. Vorurteile einfach da sind. Grund dafür ist einfach eine schlechte Informationslage oder Gerüchte, die weiter verbreitet werden. Und daher ist es uns einfach mal wichtig, über Vor- und Nachteile zu berichten bzw. generelle Aufklärung über die Qualität von Teppichboden zu berichten. Und dazu haben wir uns jetzt mal 10 Punkte rausgesucht, die wir miteinander durchgehen wollen. Beginnen möchte ich jetzt mal mit der Optik. Früher war es so, dass es bei Teppichböden eigentlich eine relativ große Auswahl gab, jedoch die Optiken sich sehr geähnelt haben. Also da gab es zum Beispiel die Velour- oder die Schlingenoptik, die sehr flach und eigentlich auch sehr rau und kratzig waren. Heute ist das anders. Durch die verschiedenen Hersteller, die jetzt mittlerweile auch hochflorige Trendteppiche und auch so Shaggy-Teppiche wie hier in der Mitte, die eher flauschig, auch etwas höher sind, die auch einfach ein bisschen glänzen. Besonders hochflorige Teppichboden sind heute bei Kunden sehr gefragt und werden immer beliebter. Bei der Haptik sieht es so aus, dass Teppichböden generell eigentlich mittlerweile sehr weich sind. Dennoch gibt es da qualitative Unterschiede, klar. Hochflorige Teppichböden, die sind meist sehr weich, die haben Garne, die eine weiche Haptik ermöglichen und auch vor allem eine glänzende, das was gerade momentan sehr gefragt ist. Während im gewerblichen Bereich die Teppichböden eher robuster, fester sind, weil es im gewerblichen Bereich eher gebraucht wird. Teppichboden ist generell ein sehr fußwarmer Boden, wärmer als alle anderen Bodenbelege, die es auf dem Markt gibt, dadurch, dass der textile Garn einfach die Wärme sehr gut speichert. Besonders vorteilhaft ist das natürlich im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer, wo man eine schöne Wärme oft haben möchte. Und besonders in den Wintermonaten merkt man das sowieso, wenn es behaglich warm im Raum ist, da bietet sich Teppichboden definitiv an. Dazu gehört, dass Teppichboden sehr leise ist, er verbessert die Raumakustik ungemein, was auch wiederum fürs Schlafzimmer oder Kinderzimmer super geeignet ist. Dazu wird er gerne in Großraumbüros oder in Hotels verwendet, zum Beispiel auf Fluren, weil da viele Leute den ganzen Tag über drüber laufen und er, wie gesagt, ein deutlicher Vorteil dafür ist, dass der Geräuschpegel gesenkt wird. Im Vergleich zu allen anderen Bodenbelegen ist der deutlich leiser. Was für den Teppichboden spricht, ist einfach, dass neueste Untersuchungen ergeben haben, dass in Räumen, in denen Teppichboden verlegt wurde, eine deutlich geringere Feinstaubbelastung herrscht. Das liegt daran, dass der Teppich den Feinstaub bindet und nicht mehr in die Raumluft abgibt. Und wenn der Teppich einfach dann mit einem Staubsauger abgesaugt wird, ist der komplette Feinstaub aus dem Raum draußen. Was mir noch wichtig ist zu betonen, ist, dass entgegen aller Vorurteile oder Gerüchten Teppichboden eigentlich sehr gut für Allergiker oder Asthmatiker geeignet sind, einfach weil er Schmutzpartikel oder Feinstaub oder generellen Staub besser im Boden behält, besser bindet. Und das könnt ihr auch gerne auf der Deutschen Allergiker- oder Asthmatikerbund Homepage nachlesen. Wird definitiv empfohlen, dass ein Teppichboden helfen soll. Für welche Räume ist Teppichboden eigentlich geeignet? Teppichboden kann man eigentlich in der gesamten Wohnung verlegen und eigentlich auch in allen gewerblichen genutzten Flächen. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flure, Treppenhäuser natürlich. Wo er eigentlich nicht geeignet ist oder wo von der Eignung abgesehen werden sollte, ist das Bad und die Küche, einfach weil es Feuchträume sind. In hochfrequentierten Räumen, wie in Büros oder Verkaufsräumen, Hotels, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, bietet sich ein Teppichboden natürlich auch sehr gut an, einfach weil die allgemeine Geräuschkulisse reduziert wird. Wo sich ein Teppichboden nicht so eignet, ist in Laboren oder in Arztpraxen zum Beispiel, einfach aus hygienischen Gründen. Die Strapazierfähigkeit vom Teppichboden hängt natürlich wie bei allen anderen Bodenbelegen von der Nutzungsklasse ab. Hier ist es aber so, dass Markenhersteller von den Teppichböden
im Prinzip alle für den Wohnbereich geeignet sind und darüber hinaus die meisten auch eine Nutzungsklasse von 31 schon aufweisen. Das heißt, sie können auch ohne Bedenken in gewerblichen Objekten verlegt werden. Hier gilt es einfach nur zu beachten, dass er eine Eignung für die Stuhlrollen von Bürostühlen mitbringt, dass er geeignet ist für Treppenstufen und dass er die Brandschutzklasse einhält. Zur Reinigung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ein Teppichboden, ja, saugt man rund einmal die Woche ab, um einfach den Staub, der sich im Laufe der Zeit dort festfängt, vom Boden entfernen zu können. Zum Schluss komme ich noch zum letzten Punkt, was ein deutlicher Knackpunkt des Teppichbodens ist, da Flecken deutlich schwieriger entfernt werden können als bei allen anderen Bodenbelägen. Hier gilt es zu beachten, dass auf gar keinen Fall mit heißem Wasser gearbeitet werden soll, um Flecken herauszubekommen, weil so bekommt ihr sie nicht heraus. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil der Fall, dass sie noch tiefer in den Teppichboden eindringen. Dazu sollte auch nicht geschrubbt werden, weil das könnte ja Farbveränderungen mit sich führen oder einfach Abnutzungsspuren deutlich machen. Was allgemein empfohlen wird, ist Mineralwasser. Durch die Kohlensäure können nämlich Flecken gelockert werden, um die dann einfach abzutupfen. Falls das nicht klappt, gibt es natürlich aber auch zum Beispiel auch bei uns im Online-Shop Fleckenentferner von den Herstellern. Allgemein würde ich auch sagen, gilt es immer, die jeweiligen Herstellerangaben von den Teppichböden zu beachten. Abschließend hoffe ich, euch einen besseren Überblick über das Thema Teppichboden gegeben zu haben, was für einen Teppichboden spricht oder was dagegen spricht. Einfach um eventuelle Vorurteile aus dem Weg räumen zu können. Ansonsten findet ihr noch weitere Themen bei uns im Magazin auf unserer Homepage room-up.de. Würden wir uns noch freuen, wenn ihr unsere Social Media Kanäle abonniert und unsere Videos liked. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.